Willkommen bei Veganized, dem Format, in dem ich euch veganisierte Rezepte zeige, die anschließend von unserer nicht-veganen Jury knallhart ehrlich bewertet werden. Mein Name ist Vince und wir machen heute zusammen eine riesige vegane Torte. Wenn ihr das erste Mal hier seid, solltet ihr Plop unbedingt abonnieren, denn wir haben noch weitere Folgen dieser und viele andere interessante Shows auf unserem Kanal, die auf jeden Fall einen Blick wert sind. Los geht's! Der Plan für die Torte ist, dass sie aus drei Schichten besteht, und zwar aus einer Vanilleschicht, einer Kaffee-Zimt-Schicht und einer Schokoschicht. Und jetzt bereiten wir den Grundteig für den Boden vor. Dazu nehmen wir uns unsere fancy KitchenAid und vermengen erstmal unsere trockenen Zutaten. Und dafür haben wir auf einmal 250 Gramm Weizenmehl, das helle, ich glaube 405, das ungesunde, denn vegan heißt ja auch nicht unbedingt gesund. Ich glaube, das werde ich auf diesem Channel noch oft genug demonstrieren. Dazu packen wir 125 Gramm Zucker. Und dazu kommt jetzt noch eine Packung Backpulver. Also wir haben nur 250 Gramm Mehl, benutzen aber Backpulver für 500 Gramm Mehl. Und da würde ich euch unbedingt empfehlen, Weinstein-Backpulver zu benutzen. Das hier ist jetzt zum Beispiel das von DM. Das Gute daran ist, dass selbst wenn man viel Backpulver davon benutzt, man am Ende das auf keinen Fall rausschmeckt. Weil ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass man mit anderem Backpulver da manchmal, ja, dann noch so einen komischen Nachgeschmack im Kuchen hat. Genau, jetzt vermengen wir erstmal die trockenen Zutaten. Ja, das Rezept für den Boden ist wirklich super easy und geht wirklich schnell. Wir packen jetzt auch schon einfach nach und nach unsere flüssigen Zutaten dazu. Und zwar haben wir da einmal 150 Milliliter Pflanzenmilch. Wir benutzen in dem Fall Sojamilch, Öl, und da benutzen wir Sonnenblumenöl, und das sind 135 Milliliter. Genau, das vermengen wir jetzt zuerst und danach kommt noch ein bisschen mehr Flüssigkeit dazu. Alright, wenn das hier vermengt ist, mir ist gerade eingefallen, wir haben noch Vanillezucker vergessen. Davon benutzen wir auch noch eine Packung. Und zu allerletzt, damit der Teig besonders luftig wird, fügen wir jetzt noch 100 Milliliter Sprudelwasser mit viel Kohlensäure hinzu. Deswegen rühren wir das jetzt eher mit geringer Intensität unter. Einfach, damit die ganze Kohlensäure nicht rausgeht. Alles klar. Damit ist der Grundteig auch schon fertig. Und da wir ja drei Böden haben, machen wir das Ganze jetzt noch zweimal und füllen das hier um. Wir haben unsere drei Teige vorbereitet und denen verpassen wir jetzt noch ein bisschen extra Geschmack. Und zwar benutzen wir 2 Esslöffel Backkakaopulver für den Schokoteig. Und in unseren anderen beiden Schüsseln fügen wir auch noch ein paar Zutaten hinzu. Und zwar benutzen wir hier einmal für den Vanilleteig noch zweimal Vanillezucker. Ihr könnt auch Vanilleextrakt nehmen oder, wenn ihr ganz fancy seid, könnt ihr euch eine Vanilleschote kaufen. Und als drittes haben wir eine Variation mit Kaffee. Da haben wir hier 2 Espressos und in die Kaffeemischung kommen auch noch 1,5 Esslöffel Zimt. Das verrühren wir jetzt wieder und dann kann es auch schon weitergehen. So, beim Schokoteig würde ich empfehlen, noch mal ein ganz kleines bisschen Wasser hinzuzugeben, weil das Kakaopulver den schon noch mal ein bisschen fester macht. Die anderen werde ich jetzt einfach mit dem Schneebesen verrühren. Jetzt sind unsere drei Teige fertig. Ihr könnt selbstverständlich auch einfach den Grundteig nehmen und noch jegliche Zutaten hinzufügen, die ihr wollt. Also Schokostreusel, Zitronenschalen, Aroma oder sonstiges. Wir packen jetzt unsere Teige in die Springform und dann geht's auch schon bald zum Fun-Part der Dekoration und allem, was dazugehört. Wenn ihr keine 3 Backformen habt, könnt ihr die natürlich auch nacheinander backen. Und ich mache das immer ganz gerne so, dass ich in den Springformen unten einmal eine Lage Backpapier mache. So, dadurch ist nämlich garantiert, dass später der Teig unten auf keinen Fall anklebt. Und um jetzt noch ganz sicher zu gehen, nehmen wir uns nochmal Pflanzenmargarine, in dem Fall Alsan, und reiben damit die Ränder vor allem und auch ein bisschen den Boden ein. Jetzt sollte auf jeden Fall alles so gut eingerieben sein, dass auf keinen Fall noch irgendwas kleben bleibt. So, dann heizen wir einmal schon den Ofen auf 180 Grad vor und füllen unseren Teig in die Form.
Ihr werdet sehen, dass der Teig ein bisschen flüssiger ist als anderer Kuchenteig, den ihr vielleicht kennt, aber das ist überhaupt kein Problem und ganz normal. Der Teig kommt jetzt für 20 bis 30 Minuten in den Ofen. Ich würde euch einfach empfehlen, bevor ihr ihn rausholt, auf jeden Fall mit einem Zahnstocher mal in der Mitte reinzustechen, um zu schauen, ob daran noch Teig kleben bleibt und ob innen noch etwas flüssig ist. Während unsere wunderschönen Kuchenböden jetzt im Ofen sind, bereiten wir noch zwei Dinge vor, die wir danach brauchen. Und zwar als allererstes bereiten wir einen Sirup vor. Damit tränken wir dann die Böden. Dadurch ist der Teig dann schön juicy und nochmal extra süß. Deswegen benutzen wir hier jetzt einmal 300 ml Wasser einfach und mischen das mit 300 Gramm Zucker und kochen das einmal auf. Während unser Sirup aufkocht, machen wir mit einem weiteren Teil weiter. Und das ist die Schokoladenganache, die später zwischen die Schichten kommt und den ganzen Kuchen einhüllt. Dafür benutzen wir Blockschokolade, die ist meistens vegan. Und davon benutzen wir ganze 500 Gramm. Die werden wir jetzt klein hacken. Ja, je kleiner ihr die Stücke macht, desto einfacher wird es später, die Schokolade in der Sahne zu schmelzen. So, wenn unser Sirup einmal aufgekocht war, dann kommt da noch 2 Esslöffel Agavendicksaft und 2 Esslöffel Ahornsirup dazu. Und nachdem es einmal aufgekocht ist, könnt ihr es dann runternehmen und abkühlen lassen. Und wenn ihr eure Schokolade fertig gehackt habt, dann müssen wir jetzt noch die Sahne aufheizen. Das könnt ihr entweder, wenn ihr eine Mikrowelle habt, ganz einfach in der Mikrowelle machen. Oder in unserem Fall machen wir ein Wasserbad, in dem wir dann die Schokolade zusammen mit der Sahne schmelzen. So, für unser Wasserbad zum Schmelzen der Schokolade habe ich jetzt einfach einen Topf mit heißem Wasser genommen. Da packen wir die Schale rein und geben auch noch unsere Sahne hinzu. Davon haben wir 500 ml. Während sich das erhitzt, könnt ihr dann auch noch 3 Esslöffel Pflanzenmargarine hinzugeben. Und unter ständigem Rühren sollte sich dann jetzt langsam die Schokolade mit der Sahne verbinden. Inzwischen sind unsere Kuchenböden fertig und während sich jetzt hier noch die restliche Schokolade in der Sahne auflöst, holen wir die schon mal raus und schauen sie uns an. Sieht auf jeden Fall durch aus und wunderschön goldbraun. Die Böden müssen jetzt vollständig abkühlen, bis wir mit ihnen weitermachen können. Deswegen haben wir da schon mal was vorbereitet und arbeiten mit kalten Böden weiter. Wenn sich sowohl die Margarine als auch die Schokolade komplett aufgelöst haben, könnt ihr die Ganache an einen kühlen Ort stellen zum Abkühlen. Und aus unseren heißen Böden werden jetzt mit Hilfe der Schnittmagie kalte Böden. Tada, da sind unsere abgekühlten Kuchen. Die sehen auch sehr schön aus. Und als nächstes müssen wir von den Kuchen die obere Schicht abnehmen. Weil wir sie ja stapeln, müssen die jeweils oben glatt sein. Dafür nehmt ihr euch das dickste Messer, was eure Küche hergibt. Und versucht dann eben auf Tischhöhe möglichst gerade oben einmal abzuschneiden. So, unsere Kuchenböden sind fertig und jetzt geht es daran, unsere Torte zusammenzusetzen. Wir nehmen uns unsere Böden und fangen mit einem beliebigen an. Ich würde eigentlich sagen, ja doch, wir entfernen das Papier, damit es auch ein bisschen hübsch aussieht. Und jetzt kommt unser Sirup ins Spiel. Das ist ja inzwischen abgekühlt und das sorgt einfach dafür, dass die Böden schön saftig sind. Streichen das einfach großzügig auf den Boden. Man sollte jetzt auch nicht übertreiben, so, es sollte jetzt kein Schwamm werden, der einfach nur noch mit Flüssigkeit vollgesaugt ist. Jetzt holen wir unsere Ganache, die bis jetzt gekühlt ist, dazu und bestreichen die erste Schicht. So, eure Ganache sollte jetzt relativ fest sein und falls sie euch noch zu flüssig ist, könnt ihr theoretisch das Ganze noch mal warm machen und noch Schokolade hinzufügen, um das noch ein bisschen härter zu machen. So, dann packen wir diese Schoko-Goodness mal auf den ersten Boden. Packt das einfach drauf und nehmt ein Messer oder einen Spachtel, um das Ganze gleichmäßig zu verteilen.
Okay, und dann sorgt dafür, dass die Oberfläche wirklich möglichst glatt ist. Und dann können wir auch schon unseren zweiten Boden darauf setzen. Ich entscheide mich jetzt dafür, erstmal Vanille zu nehmen. Was ich euch jetzt empfehlen würde, ist, den umzudrehen, also so rum drauf zu packen. Einfach, weil ihr dann für die nächste Schicht auf jeden Fall eine glatte Fläche habt. Hier streichen wir jetzt auch wieder eine Ladung Sirup drauf. Und jetzt geht's eben wieder weiter mit der Ganache. Und jetzt kommt die dritte Schicht obendrauf. Ich finde, es sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil aus. Hier könnt ihr auch noch mal eine Schicht mit dem Sirup drauf machen. Ich merke auch gerade, dass das Sirup wirklich sehr, sehr viel ist. Also könnt ihr gerne ein bisschen weniger machen. So, im nächsten Schritt umhüllen wir jetzt den gesamten Kuchen in Ganache. Bedeutet oben und an den Seiten. Das ist sehr wichtig, weil wir später noch Fondant benutzen, also so Zuckerteig. Und der dann auf einer möglichst glatten Oberfläche sitzen sollte, damit das Ganze auch schön aussieht. Und jetzt ist der Plan, dass wir die Schicht so glatt wie möglich bekommen, damit die Fondantschicht dann möglichst sauber aufliegen kann. Dafür benutzen wir jetzt noch ein bisschen von den Resten von der Ganache und streichen alles noch mal ein bisschen glatt. Dann machen wir uns jetzt ans Fondant. Das ist immer so ein bisschen eine heikle Sache. Wir haben hier einmal eine weiße Fondantdecke, die kann man schon fertig kaufen. Und die rollen wir jetzt einmal auf. Die Challenge ist jetzt, das Fondant hier drauf zu bekommen, ohne alles zu ruinieren. Und das ist wirklich, also ich habe diese Torte inzwischen, ja, ich glaube so 3-4 Mal in ähnlichen Variationen gebacken. Und das Fondant ist wirklich immer ein sehr kritischer Moment. Jetzt müsst ihr gucken, dass ihr ungefähr die Mitte trefft und auch möglichst keine großen Luftblasen macht. Genau, am besten gleich einmal oben ein bisschen glatt streichen. Wenn ihr dreckige Finger habt, sofort sauber schlecken. Und jetzt müssen wir den Fondant ein bisschen dehnen. Genau, und jetzt, wenn es runtergeht, versuchen wir natürlich, dass es einigermaßen glatt wird. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, so die Königsdisziplin. Also, wenn es bei eurem ersten Versuch nicht so hinhaut, lasst euch nicht entmutigen. Beim fünften funktioniert es auch noch nicht. Das versuchen wir jetzt möglichst ohne Katastrophen nach unten zu ziehen. Oh, hier haben wir schon eine schöne Falte. Wenn in der ersten Schicht ganz viel schief geht, in dem Fall, ist natürlich kein Problem, weil wir haben ja noch die zweite Schicht, die dann die Fehler der ersten Schicht bedeckt. So, wie bei vielen Dingen im Leben muss man sich irgendwann auf jeden Fall einfach mit dem zufrieden geben, was man geschafft hat. Und wir werden jetzt noch unten ein bisschen den Rand abschneiden. Wenn ihr rundherum fertig seid, könnt ihr dann versuchen, ja, die ein bisschen vorsichtig zu entfernen, die Reste unten. So, unsere erste Schicht von dort ist drauf, ist nicht ganz perfekt geworden, aber wir haben ja noch die zweite Schicht. Und während wir die vorbereiten, stellen wir das Ganze nochmal zum Kühlen in den Kühlschrank. Jetzt geht's weiter mit unserer zweiten Form. Hierfür haben wir hier einmal 500 Gramm hellblaues Fondant. Und um das jetzt auszurollen, bestäuben wir einmal unsere Arbeitsfläche mit Puderzucker. So, damit das jetzt nicht festklebt, auch nochmal ein bisschen die Hände, wie so Sportler so. Zum Ausrollen benutze ich hier so einen Silikonstab. Der hat so Gummis schon dran, damit man eine, ja, bestimmte Dicke hinbekommt. Und dann geht es los. Man muss immer mal wieder zwischendrin Puderzucker nachgeben, weil es wirklich sehr, sehr schnell anfängt zu kleben. Und den rollen wir jetzt so groß aus, dass wir damit den ganzen Kuchen bedecken können. So, ab der Größe würde ich jetzt den Stab benutzen. Den pudere ich auch noch ein bisschen ein. Und dann geht's los. Hier muss man auch ein bisschen aufpassen, dass keine
Luftblasen in den Fondant kommen, wenn man ihn knetet. Und man muss ihn immer mal wieder abheben, weil er jetzt wahrscheinlich schon so langsam anfängt zu kleben. Seid ihr erfahrene Bäcker? Backt ihr viel? Lasst es mich mal wissen in der Abstimmung oben. So, wenn ihr dann eine Größe erreicht habt, die ihr glaubt, dass die ungefähr passen könnte. Und deswegen holen wir den Kuchen jetzt wieder raus. Genauso wie mit der anderen Schicht transferieren wir das jetzt hier drauf. Sind dabei wieder extrem vorsichtig und hoffen für das Beste. So, jetzt streichen wir es obendrauf glatt und gehen so vor wie vorhin. Wie man sieht, werden unsere alten Fehler schön erased. Nicht so wie im Internet, wenn ihr irgendwas postet, it's gonna stay. Aber Kuchen und Fondant kann man immer einfach noch eine Schicht draufballern. So, wenn er dann in Position ist, können wir ihn noch ein bisschen andrücken und werden dann gleich wieder rundherum mit dem Messer den Überstand abschneiden. So, nachdem wir den Mantel jetzt einmal hier entfernt haben, können wir nochmal checken, dass unsere Hände auch sauber sind. Und dann nochmal unten ein bisschen schauen, dass die Ränder gut sitzen. So, ich bin echt überrascht, wie gut das funktioniert hat. Und jetzt geht es weiter damit, dass wir oben unser Plop-Logo ausschneiden. Und das wird nochmal eine besonders große Herausforderung, weil ich ja gucken muss, dass ich nur den blauen Fondant schneide und nicht zu tief reingehe und auch ins Weiße schneide. Und wir haben uns hier eine Vorlage ausgeschnitten und mit deren Hilfe werde ich jetzt versuchen, unser Logo hier drauf auszuschneiden. Als finale Ergänzung fügen wir jetzt noch 4 kleine süße Regenbogen hinzu, die wir einfach verteilt an die Seiten kleben. Zum Ankleben kann man einfach Überreste des Fondant benutzen. Die kann man ein bisschen weich kneten, gegebenenfalls noch ein bisschen Wasser hinzufügen und dann hält das Ganze. So, der finale Regenbogen hat es auf die Torte gemacht. Und damit ist die Torte fertig. Ich finde ja, dass sie auf jeden Fall sehr cool aussieht. Ich denke, klar, so ein paar Kleinigkeiten hätten noch perfekter sein können, aber ich bin halt auch kein Konditor. Und ich denke, wenn man da so ein bisschen sich kreativ austobt, kann man da auf jeden Fall coole Sachen machen. Ich bin sehr gespannt, was die Jury zur Torte sagt. Ich denke ja, dass sie auf jeden Fall überzeugt. Augen auf! Nice! Eieiei! Plopp! Witzig! Geil! Hi, wir sind die Veganized Jury und wir bewerten jetzt diesen wunderschönen Kuchen auf Aussehen, Geschmack und Authentizität. Und wir fangen natürlich mit dem Aussehen an. Ich weiß nicht, was ihr so denkt. Ich bin mir schon relativ sicher. Also, ich gebe den Kuchen vom Aussehen her 5 Punkte, weil ich meine, ihr habt den Kuchen selber gesehen. Also jetzt das Stück, mal aufgenommen, der Kuchen an sich, der sah ja einfach gut aus so. Also so hätte ich es auf jeden Fall nicht hinbekommen und ich habe es tatsächlich schon mal versucht. Dazu muss man sagen, dass wenn man den jetzt aufgeschnitten sieht, die Schichten halt richtig schön aussehen und die Creme dazwischen auch gut aussieht. Und ich hoffe, wir machen schnell weiter mit der Bewertung, damit ich essen kann. Ich gebe auch 5 Punkte fürs Aussehen, weil dafür, dass er selbst gemacht ist, sieht er super aus.
wo hier zum Beispiel ein paar Lücken sind zwischen der Fondue und dem Kuchen. Das ist halt eine Lücke, aber das ist halt nicht schlimm. Ich meine, dafür, dass es selbst gemacht ist, sieht es einfach super aus. 5 Punkte. Weil, ja, ne? Könnte ich auch einen Kuchen essen. Ich kann jetzt viel essen. Also vom Geschmack her gebe ich dem Kuchen eine 5, weil der sehr lecker schmeckt und er schmeckt auch nach Marzipan. Und es ist mir auch tatsächlich sehr egal, dass da kein Marzipan drin ist. Er schmeckt trotzdem nach Marzipan. Ich mag die Schokocreme mega gerne. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Schichten unterschiedlich schmecken. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Tatsächlich gar nicht so. Also ich glaube, die sehen einfach nur unterschiedlich aus. Mhm. Die in der Mitte ist ein bisschen anders. Also schmeckt halt nicht schokoladig. Nach Marzipan. Nein, alles nur nicht Marzipan. So. Ich gebe 4 Punkte für den Geschmack. Und eigentlich gebe ich 4 Punkte nur, weil ich die Fondant? Die Fondant nicht mag. Das drauf halt. Ja, und sonst ist es super lecker. Die Creme ist super lecker, die Schichten sind super lecker, weil sie nicht nach Marzipan schmecken. Ich finde, man schmeckt schon einen leichten geschmacklichen Unterschied. Ich könnte jetzt nicht deuten, was da drin ist, weil irgendwas ist hier drin, wo ich nicht weiß, was es ist. Ich gebe auch 5 Punkte, weil geil. Ich muss sagen, Bei der Authentizität gebe ich dem Kuchen 4 Punkte. Der ist mega lecker und alles, aber es fehlt so ein bisschen das Schokoladige. Also es ist sehr viel Schokolade dabei, es fehlt das gewisse Extra. Ich gebe 5 Punkte, weil ich denke, auf einer veganen Party wäre das der Bringer, der Kracher. Ich finde, das Gute ist, er wirkt nicht so schwer wie ein normaler Schokoschichtkuchen. Er ist nicht so diese Schwere, dass du einmal abbeißt und denkst, oh, ich bin pappesack. Sondern man kann 1,5 Stücke vielleicht noch essen. Von mir gibt es für die Authentizität auch 5 Punkte. Einfach, weil ich sagen muss, wenn mir das jemand hingestellt hätte, ich hätte nicht gemerkt, dass es vegan ist. Überhaupt nicht. Ich hätte das nicht mal gefragt, so kann es sein, dass es vegan ist, sondern ich hätte es einfach gegessen. Geiler Kuchen. Absolut. Kann man auch zu einer nicht veganen Party. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung und wenn ihr ein Abo dalasst und die Glocke aktiviert, werdet ihr benachrichtigt, wenn wir ein neues Video haben. Checkt auch unbedingt unsere Patreon-Page aus, dort haben wir viel interessanten Bonus-Content und wer noch in 2019 Patreon wird, kriegt eine Dankespostkarte und ein Sticker-Set zugeschickt. Hier oben findet ihr die Veganize-Playlist und hier unten findet ihr ein weiteres Video aus dem Plop-Universum. Geiler Kuchen, geiles Format, geiler Geiles Format, Channel. Ja, Alter. Ich würde jetzt gern ploppen, aber ich hab Kuchen.